Vielen Dank. Ich bin nicht anders als Sie gewohnt, eine Punktlandung deines Redebeitrages. Ich denke, dass es eine sehr gute Grundlage war, um nachher weitere witzige Debatten zu führen. Als nächstes möchte ich nach vorne bitten, die Genossin Gabi Zimmer. Sie wird einen Beitrag halten zur Linken in Europa. Ja, mein Beitrag beginnt jetzt genau zu dem Zeitpunkt, da meine Parkuhr abläuft. Also ich werde heute auch wahrscheinlich einen guten Beitrag für die Sanierung des Haushaltes der Stadt Gera hier mitleisten. Aber ich mache das gern, da ich die Einladung hier auf der Gesamtmitgliederversammlung sprechen zu können, natürlich auch sehr gerne nutze, um zu einigen Fragestellungen, die gerade mit Blick auf die Programmdiskussion, aber eigentlich noch viel mehr auf die Verantwortung von uns Linken für das, was gegenwärtig in der Welt, in Europa und natürlich auch hier im Lande geschieht, noch einmal gerne darstellen möchte. Und es ist nun einmal so, dass das, was wir persönlich erleben, ob das jetzt hier in Gera ist, ob das in Thüringen ist oder in anderen Regionen der Bundesrepublik Deutschland, das ist eben nicht losgelöst von dem, was europaweit vorgeht und wofür insbesondere auch die Bundesrepublik, die Bundesregierung, namentlich Angela Merkel und ihr gesamter Stab eine große persönliche Mitverantwortung tragen. Das möchte ich hier darstellen und dann natürlich auch die Frage aufmachen, was hat das nun eigentlich alles mit unserer Programmdiskussion zu tun und können wir mit dem, was wir bisher geleistet haben, was bisher zur Debatte steht, eigentlich zufrieden sein oder sind wir hier gefordert, nachzuhaken, nachzubessern, auch gerade als Thüringer Landesverband uns hier zu engagieren. Und ich möchte die Gelegenheit deshalb ja auch nutzen und insbesondere Dieter Haushalt dafür danken, dass er einen erheblichen Anteil daran hat, dass die Thüringer der einzige Landesverband der Linken sind, die wirklich einen ganz konkreten Katalog von Vorschlägen unterbreitet haben für die Veränderung, die Verbesserung, die Qualifizierung des vorliegenden Programmentwurfs und dass wir es hier in Thüringen auch geschafft haben, doch relativ breit eine Diskussion innerhalb der Partei zustande zu bekommen und nicht den Eindruck zu erwecken, da wird irgendwas von Leuten ausgedacht und die sollen das mal schön zusammenschreiben, sondern zu beweisen, dass eine Reihe, also doch viele Genossinnen und Genossen sehr daran interessiert sind, was aus unserer Partei wird, wohin sie geht. Da bin ich dankbar, dass ich mich auch in dieser Gruppe mit einbringen konnte. Zu Europa aber erst einmal zurück, weil die Vorbemerkung einfach notwendig ist. Wir haben so etwas wie eine historisch einmalige Krisensituation. Es sprechen viele von denjenigen, die die Situation noch analysieren, von einer sogenannten Doppelkrise, von einer ökologisch-ökonomischen Krise. Wir haben es mit einem beinahe Bankrott von Griechenland, aber nicht nur von Griechenland zu tun, sondern andere Staaten stehen praktisch an der Schwelle. Das geht eben auch über Spanien, Irland, Portugal hinaus bis nach Belgien, Italien. Und wir haben es mit einer, in dieser Zeit, mit einer merkwürdigen Entwicklung zu tun, dass offenbar gemeint wird, die Zeit der verantwortungsvollen Zurückhaltung und sich einbringens Deutschlands in die Entwicklung und in die Gestaltung der Geschichte der Europäischen Union ist vorbei und es wird alles daran gesetzt, um diese Europäische Union zum Teil auf eine brutale Art und Weise deutscher zu machen. Wir haben es inzwischen damit zu tun, dass diese Europäische Union fast eine teutonische Union momentan wird. Zu den Beispielen, warum wodurch sich diese Krise auszeichnet, gehört aber auch, und das muss man deutlich sagen, das Scheitern des Kopenhagener Klimagipfels. Auch wenn es inzwischen weiterführende Klimagipfel gegeben hat, aber was da passiert ist und das Versagen der Europäischen Union, insbesondere dort als Akteur verantwortungsbewusst aufzutreten, ist ein Teil des Auseinanderbrechens, das wir gegenwärtig erleben und auch der Kritik, die viele Menschen an dem, was Europäische Union momentan verkörpert, auch mitformulieren. Wir haben es mit einer Austeritätspolitik. Das ist ein merkwürdiger Begriff, der lässt sich nicht einfach nur mit Einsparungspolitik überschreiben. Zu tun, dieser Begriff Austerität, wie er angewandt wird, beinhaltet wesentlich mehr. Er zielt auf die Kürzung
Und der öffentlichen Haushalte, der Landeshaushalte in fast allen Mitgliedstaaten, er zielt auf den Abbau der öffentlichen Dienstleistungen und Güter, er zielt auf Privatisierung, massive Privatisierung sämtlicher gesellschaftlicher Bereiche, angefangen von den Rentensystemen über die Gesundheitssysteme, im Prinzip so gut wie überall. Und er zielt natürlich darauf, dass öffentliches Eigentum, Staatsbetriebe, auch dort, wo sie noch nicht privatisiert worden sind, jetzt endgültig aber auch zu privatisieren sind. Kern der Krise ist die Überakkumulation von Kapital, die Herausbildung eines Finanzmarktkapitalismus, der sich durch seine Vorgänger vor allem dadurch unterscheidet, dass er das Konkurrenzprinzip jeder gegen jeden auf alle gesellschaftlichen Bereiche überträgt. Und ich nenne euch ein Beispiel, nur um das zu verdeutlichen, was das heißt. Da reden wir und diskutieren wir über die Maßnahmen, die für die Europäische Union mit Blick auf Griechenland notwendigerweise zu fällen sind oder eben auch nicht. Es geht ja immer um die Frage, welche sind die richtigen. Und es sind gerade Vertreter auch von deutschen Forschungsinstituten, Wirtschaftsforschungsinstituten, die sich hinstellen und sagen, in Griechenland würde, wenn nicht massiv bei den Rentnern gespart wird und wenn nicht massiv in das Rentensystem dort eingegriffen wird, geht das zulasten des deutschen Hartz-IV-Empfängers. Und ich glaube, das ist die Riesenschweinerei, mit der wir es zu tun haben. Da sind wir eigentlich gefordert, um deutlich zu sagen, das ist ein Konkurrenzprinzip. Da werden eigentlich diejenigen, die am meisten ausgegrenzt sind in ihren Ländern, gegeneinander gestellt. All das, was wir selbst immer mal formuliert haben, wie die Trennung geht nicht zu und die Konkurrenz geht nicht zwischen denen, zwischen den Griechen und den Deutschen, zwischen den Griechen und den Polen oder den, meinetwegen auch den Russen und uns, wenn ich das jetzt mal über die EU hinaus trage, sondern es sind praktisch diejenigen, die unten sind, werden ausgespielt gegen diejenigen, die ebenfalls unten sind. Und unbehelligt bleiben die den Zugriff in verschiedenster Form auf eigentlich den Reichtum der Gesellschaft haben. Dieser Konflikt Potenzial momentan, dass er vor 60 Jahren, würde ich sagen, das Potenzial eines Krieges gehabt hätte. Darüber müssen wir uns im Klaren sein. Es ist also nicht mehr einfach nur irgendwo ein bisschen hin und her und die können sich nicht einigen und pipapo, hier geht es wirklich um knallharte Interessenkonflikte, die auszutragen sind. Die Reaktionen und das, was wir spüren, sind soziale Unruhen in den Ländern Europas. Ich sage mal Griechenland, Spanien, Portugal. Wir haben die Proteste in Großbritannien gehabt. Gehören nicht zur Eurozone, trotzdem dort schwerwiegende Proteste, aber eben auch zum Beispiel in Nordafrika. Und fast alle diese Krisen tragen ein Merkmal. Sie sind weniger eine Krise, die von den politischen Parteien in irgendeiner Weise beeinflusst wird, als vor allem soziale Unruhen. Und ja, ist klar, es geht hier um die Lebens- und Zukunftsinteressen von Menschen, insbesondere von jungen Menschen, von Frauen, die existenziell bedroht sind. Existenziell. Es geht also nicht mehr um, sie weigern sich vielleicht ein Stückchen abzugehen, sondern es geht wirklich hier um die Lebensgrundlagen. Und eins ist auch festzustellen, die Krise kann nicht mehr aus den westlichen Zentren herausgehalten werden. Also auch wir als Bundesrepublik Deutschland, wir werden nicht einfach außen stehen können und das Ganze nur dirigieren können, so wie sich das einige gerne vorstellen. Welche Herausforderungen bedeutet das für die Linke in Europa? Ist die Linke, das möchte ich fragen, in Europa darauf vorbereitet? Und ich sage klar, nein. Die Linke leidet immer noch darunter, dass nach dem Zusammenbruch des osteuropäischen Staatssozialismus es ihr nicht gelungen ist, gemeinsam ein linkes europäisches Modell, eine linke europäische Vision zu entwickeln. Sie leidet immer noch unter den vielfältigen Unterschieden, die sie kulturell als auch politisch, historisch in sich vereinigt und nicht zusammenbringen kann. Sie bringt sie nicht in eine Diskussion miteinander, sondern sie stellt sie gegeneinander und jeder verteidigt praktisch seine Position gegen andere Teile innerhalb der europäischen Linken. Also das, was wir hier innerhalb der Bundesrepublik Deutschland und unserer eigenen Partei erleben, ist eigentlich auch das, was generell die Linke gegenwärtig massiv schwächt. Und es rächt sich, dass wir nicht dieses gemeinsame europäische Modell, diese gemeinsame europäische Vision entwickelt haben.
Der Grundfehler der internationalen und deutschen Arbeiterbewegung aus dem letzten Jahrhundert ist nach wie vor auch innerhalb der Linken in Europa nicht überwunden. Und das ist die Trennung des Kampfes um soziale Rechte vom Kampf um die Loslösung, vom Kampf um die Freiheitsrechte. Und damit auch verbunden praktisch die Teilung der Menschenrechte. Und nun sage mir bitte keiner, das ist irgendwo weit hergeholt. Wenn aber es so ist, wie auch noch vor 2 Jahren oder 3 Jahren geschehen, dass die Kritik an Menschenrechten bei uns in der eigenen Partei dazu führen kann, dass ein Parteivorstand sagt, diejenigen, die hier kritisieren, dass Menschenrechte verletzt wurden, sind, wo sie tatsächlich verletzt wurden, dass die stehen außerhalb des Programms der eigenen Partei, dann brauchen wir uns nicht zu wundern, dass wir jetzt eine unsägliche Antisemitismusdiskussion in der eigenen Partei haben. Denn das ist eigentlich der Hintergrund. Wenn wir nicht definieren, dass uns das Lebensrecht von Menschen, ob im Westjordanland, ob in Israel selber oder in den palästinensischen Flüchtlingslagern, ob sie sich im Gazastreifen, im Westjordanland oder meinetwegen in anderen arabischen Staaten befinden, dass uns die Lebens- und Menschenrechte, die Zukunftsinteressen dieser Menschen genauso wichtig sind wie aller Menschen, die in Israel leben, weil wir sie eben für unteilbar halten. Und wenn wir sagen, jeder hat das Recht, jede, dann kommen wir genau in diese Konflikte rein und wir lassen uns vorführen. Wir lassen uns vorführen, indem wir dann versuchen, taktisch abzuwägen und irgendwie schon auch in Voreile auf Kritik von der einen oder auch von der anderen Seite zu reagieren. Und das macht uns auch innerhalb der Europäischen Union Schwierigkeiten. Das macht uns Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Parteien. Das macht uns aber auch Schwierigkeiten in der Fraktion, in der ich arbeite, nämlich in der UNGL, der Europäischen Linksfraktion, Nordisch-Grün. Linksfraktion, die ja Mitglieder aus Parteien in sich hat, die von konservativ-stalinistischer, kommunistischer Partei wie der KKE oder der griechischen kommunistischen Partei Griechenlands das kann man gar nicht so sagen, weil das ist nicht einfach so eine Fortentwicklung linear, aber so in einem Kreis, also ich möchte es wirklich als einen Kreis, der die alle umfasst, wo wir eingeschlossen sind, auch mit allen unseren unterschiedlichen Positionen als Linke in Deutschland, aber eben auch zum Beispiel Vertreter der skandinavischen Linken, die ganz andere Auffassungen wieder haben. Das heißt, wir haben es noch nicht geschafft, in unsere europäische Dimension aufzunehmen, dass wir uns wieder explizit beziehen auf 1789. So weit würde ich zurückgehen, die Nation mit der Ausprägung der Forderung Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Ergänzen mit dem Begriff der Solidarität, also nicht ergänzen, sondern ablösen den Begriff der Brüderlichkeit durch Solidarität, weil es das nämlich eigentlich deutlich macht. Und damit die Wiederaufnahme, das Kämpfen um einen neuen Internationalismus und um den Begriff der Solidarität, den wir uns wieder aneignen müssen als Linke in Europa und speziell natürlich auch als Linke in der Bundesrepublik Deutschland. Wie geht die Linke momentan mit der globalen Krise um? Ich habe mir den Spaß gemacht und habe mal was aus dem Internet rausgesucht, habe ich nämlich zufällig gefunden. Ein Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung aus dem Jahre 1979. Und die Überschrift lautet, die Linke im europäischen Aufwind. Fand ich hervorragend, beweist eigentlich nur, dass auch die FAZ total daneben liegen kann mit ihren Einschätzungen. Denn eins muss deutlich gesagt werden, die Linke ist nicht im europäischen Aufwind, sie ist im Abwärtstrend. Und den hat sie zum Teil selbst verursacht. Genau, weil sie sich eben nicht den Herausforderungen auch gestellt hat. Angesichts der heutigen Lage, des Kräfteverhältnisses, der Ergebnisse von Wahlen auf nationaler Ebene und auch auf EU-Ebene, muss man genau das Gegenteil einschätzen. Sie ist also schlecht vorbereitet. Sie zieht sich auf nationale Ebene in ihrem Widerstand zurück gegen die Politik, die geleistet wird. Und sie tut sich schwer, sich wirklich europäisch zusammenzutun und die Europäische Union als ein Kampffeld, eine Ebene für sich anzuerkennen, wo es gilt, genau sämtliche sozialen, ökologischen Standards, die wir auf nationaler Ebene errungen haben, zu verteidigen.
die sind im Zuge der Globalisierung, der Europäisierung, sind die nicht mehr national zu verteidigen. Wir erleben aber momentan das Gegenteil. Fast alle europäischen linken Parteien ziehen sich auf die nationale Ebene zurück und meinen, die Europäische Union als ein Projekt aufgeben zu müssen. Oder illusionäre Vorstellungen zu entwickeln, die da lauten, wir brauchen eine totale, komplette Revision der Europäischen Union und ihrer Verträge. Wir müssen praktisch vor der Gründung der Europäischen Union bei den römischen Verträgen vor über 50 Jahren wieder ansetzen. Hallo, frage ich mich, mit wem denn bitte? Wer kriegt eine solche Forderung mit? Müssen wir nicht einfach darum kämpfen, dass die Dinge, die auch über die Europäische Union positiv unser Leben beeinflussen, dass wir um deren Verteidigung ringen. Wir müssten heute einen gemeinsamen Abwehrkampf aufnehmen. Das ist aber nur möglich, wenn die verschiedensten Parteien, und das ist der Punkt, um den ich auch kämpfe, dass unsere eigene Partei sich nicht auf die nationale Ebene zurückzieht, nicht einfach nur guckt, was passiert, wenn beispielsweise die Bundesrepublik sich zu der und jener Forderung auf europäischer Ebene gegenüber den Griechen oder anderen durchsetzt, ob man da vielleicht an einzelnen Punkten sagt, also das kritisiert und an anderen Punkten nicht und ob man vor allem immer darauf guckt, was bedeutet das für uns als Steuerzahler bzw. Bürger in der Bundesrepublik Deutschland. Wenn dieser Blickwinkel nicht überwunden wird und wenn wir nicht sagen, was bedeutet das für die Menschen, die in der Europäischen Union und darüber hinaus leben, was hat das für Konsequenzen auch langfristig, dann werden wir hier praktisch stecken bleiben und wir werden letztendlich in eine Situation kommen, wo sich diese Konkurrenz, die immer mehr ins gesellschaftliche Leben eingreift, auch zwischen den linken Parteien selber abspielt. Wir erleben es jetzt schon in Ansätzen. Der Versuch, die Europäische Union immer deutscher zu machen, führt dazu, dass wir auch als deutsche Gruppe, die ja exponiert an einem solchen Schnittpunkt steht, dass wir spüren, dass selbst bei den Linken der anderen Parteien uns gegenüber immer mehr Vorbehalte geäußert werden. Das färbt natürlich ab. Das müssen wir doch im Blick haben. Die wollen sich nicht gerne von den Deutschen immer erklären lassen, wie die Welt zu funktionieren hat und was zu tun ist. Die Zeiten sind vorbei, aber sie erleben, dass sie wieder aufgelegt werden. Worum muss es gehen? Zu tun wären, anstatt allgemeine Diskussionen darüber zu führen, wie wir uns eine Europäische Union, die wir ja eigentlich gar nicht haben wollen, das ist ja auch so ein Punkt, so ein innerer Widerspruch innerhalb der Europäischen Union und innerhalb der Linken vor allem, denke ich, ist in der jetzigen Situation es dringend notwendig, Abwehrkämpfe mit zu organisieren, mit zu mobilisieren gegen jegliche weitere Privatisierungen von Staatseigentum in den Ländern der Europäischen Union. Das ist eine Herkulesaufgabe. Das wäre eine Aufgabe für die Linken in Deutschland und damit meine ich nicht nur die Partei Die Linke, sondern auch die Gewerkschaften, die genauso wie wir als Linke, als Partei Die Linke, genauso versagt haben und genauso mit Verantwortung dafür tragen, dass Merkel und Co. diese Rolle gegenwärtig innerhalb der Europäischen Union spielen können. Wir müssen uns statt auf Austeritätspolitik zu setzen, müssen wir uns konsequent dafür aussprechen, dass wir in allen Mitgliedsländern der Europäischen Union für armutsfeste Mindestlöhne kämpfen, für armutsfeste Mindesteinkommen, für armutsfeste soziale und ökologische Mindeststandards. Und armutsfest heißt eben in unserer Debatte, dass sie immer am nationalen Durchschnitt mit orientiert sind und dass sie dazu beitragen sollen, dass Menschen in Würde leben können und dass sie eben trotz Arbeit oder eben Arbeitslosigkeit nicht in Armut fallen. Wir dürfen nicht zulassen, dass der Kampf um die Senkung der CO2-Emissionswerte und der Kampf um die Erhaltung der Biodiversität den Sparpaketen geopfert wird. Und danach sieht im Moment alles aus. Das heißt, wir hätten die Chance, wenn wir sie denn wirklich ergreifen würden, deutlich zu machen, dass das, was wir auf europäischer und nationaler Ebene, auf globaler Ebene
vorantreiben können, dass es genau dieser sozial-ökologische Umbau ist, der dringender denn je geworden ist. Das müsste unser Anspruch sein. Und auf dieser Basis Verbündete suchen, Partner suchen, andere Akteure suchen, die weit über die Linke und auch über die Gewerkschaften hinaus zur Verfügung stehen, das, denke ich, ist schon entscheidend. Wenn ich das jetzt am Programmentwurf messe, eine solche Aufgabenstellung, dann kann ich sagen, dann bleiben wir weit hinter solchen Ansprüchen, hinter einer solchen notwendigen Diskussion zurück. Im Moment laufen, Dieter hat auch schon verwiesen, die Debatten auch im Parteivorstand. Es gibt noch einmal Änderungsanträge zu den Änderungsvorschlägen, die der Parteivorstand gemacht hat. Also innerhalb des Parteivorstands selber korrigiert man jetzt wieder bestimmte Dinge, sodass ich wirklich mich erstmal auf das beziehe, was lesbar ist, was greifbar ist. Und das ist das, was in die öffentliche Debatte der Partei gegeben worden ist. Alles andere sind im Moment Spekulationen, wo ich auch merke, dass es leider viel zu oft darum geht, irgendwo die verschiedenen Strömungen innerhalb der Partei zu befrieden, als danach zu gucken, was wäre notwendig, auch von den Formulierungen her. Da gehört dazu, dass ich schon allein bei der Fragestellung, wo wir herkommen, dann kann ich eben, wenn ich mich einerseits auf Luxemburg und auf Marx beziehe, dann kann ich eben nicht einfach nur beschreiben, dass wir als ein nationales Projekt entstanden sind. Dass wir als Partei irgendwo so ganz losgelöst von allen europäischen Entwicklungen entstanden sind. Dann kann ich auch nicht die Entwicklung, die Geschichte der Linken einfach nur so explizit für sich beschreiben. Das geht überhaupt nicht. Wir sind Teil der Linken in Europa immer gewesen. Und wir haben uns auch nur über diese, sagen wir mal, haben wir einen Neustart mitmachen können. Und jeder Versuch, sich davon abzutrennen, hat ja letztendlich unter anderem auch dazu geführt, zur Trennung gerade von den Parteien in Westeuropa in den 70er, 80er Jahren, die mit anderen Sozialismuskonzepten angetreten sind und wo letztendlich ja auch eine ideologische Wandlung gebaut worden ist, die erst sehr, sehr langsam später dann wieder abgebaut werden konnte. Wir müssen deutlich machen, die Rolle, die Deutschland in der Europäischen Union spielt, ich denke, dafür tragen wir eine Verantwortung. Und wir müssen viel mehr darauf setzen, auf die Europäische Union als ein auf Weltmaßstab innerhalb der Welt handelnder Akteur diese zu beschreiben und dazu beizutragen, dass diese verändert wird. Das möchte ich aber jetzt an dieser Stelle nicht näher ausführen, weil da käme ich zu sehr ins Detail rein, hängt auch damit zusammen, dass ich zurzeit die Berichterstatterin im Europaparlament für das Recht auf Nahrung, das Menschenrecht auf Nahrung, für Nahrungssicherheit, Nahrungssouveränität bin und im Moment genau einschätzen kann, an welcher Stelle die Europäische Union hier dramatisch bisher versagt hat, obwohl sie die größten Zahlungen für Entwicklungshilfe leistet, aber andererseits durch ihre Politik dazu beiträgt, dass wieder mehr als 1 Milliarde Menschen in der Welt täglich hungern und viele von ihnen auch des Hungers sterben. Was wir tun müssen, ist, dass wir eine Diskussion auch für uns finden und darüber nachdenken, wie wollen wir denn, dass diese Europäische Union sich weiterentwickelt. Wollen wir, dass es weiterhin eine strikte Trennung zwischen den einzelnen Ländern gibt und dass nur die Auseinandersetzung darüber geführt wird, entscheidet ihr da auf dieser Ebene mal nicht das, was wir doch eigentlich machen wollen? Oder sagen wir, wenn wir zum Beispiel fordern, wir wollen ein solidarisches, soziales, demokratisches Europa, sind wir bereit, dann auch Rechte für die Entwicklung eines solchen Europas auf eine andere Ebene zu geben? Also es ist eigentlich die Fragestellung, wollen wir ein Modell, einen demokratischen Staatenbund, die Europäische Union als demokratischen Staatenbund oder das, was andere fordern, praktisch den Einheitsstaat Europäische Union, bei dem ich sehr, sehr vorsichtig wäre. Aber ich denke, wenn wir ein soziales Europa wollen, eine soziale Europäische Union wollen, dann muss es möglich sein, dass wir innerhalb der Verträge auch klare Formulierungen aufnehmen und eine Übertragung von Kompetenzen auf europäischer Ebene mit hingeben, damit eine Angela Merkel sich nicht wieder hinstellen kann und sagen kann, wieso, auf europäischer Ebene wollen die gemeinsame bindende Kriterien im Kampf gegen Armut in der Union vereinbaren, mit mir nicht. Kampf gegen Armut ist eine sozialpolitische Aufgabe, da würde ich ja schon widersprechen.
Und Sozialpolitik ist Aufgabe der Nationalstaaten. Also sie ist diejenige, die dazu beigetragen hat, dass es keine verbindlichen Ergebnisse gegeben hat im Europäischen Jahr gegen Armut und dass die Armutsindikatoren, das heißt die Definition, auch was ist Armut, aufgeweicht worden sind und dass sich jetzt jeder Staat raussuchen kann, woran er denn eigentlich Armut misst, halte ich für einen Skandal. Es geht um die Frage, wie sehen wir das Verhältnis von nationalen Parlamenten und Europaparlament. Es wäre notwendig, dass wir uns deutlich auf die Fortsetzung der europäischen Integration beziehen. Dazu hat der bisherige Programmentwurf jegliche Aussage missen lassen, obwohl wir im Programm der PDS dazu eine klare Formulierung haben. Es wäre aus meiner Sicht überhaupt kein Problem, genau diesen Kern aus dem PDS-Programm auch mit in das neue Programm zu nehmen. Für mich ist es, wer das nicht tut, signalisiert mir eigentlich, dass er genau das nicht will, sondern dass er genau auf ein Kerneuropa setzen will, auf ein Europa der unterschiedlichen Geschwindigkeiten und vor allem auf eine stärkere Rechte, stärkere Gestaltungsmöglichkeiten, gerade der starken der stärkeren Wirtschaftsländer, zum Beispiel eben die Bundesrepublik Deutschland. Diese Forderungen, denke ich, wären dringend zu stellen. Es wäre notwendig, dass wir diese Debatte auch weiter verfolgen. Wir haben ja mit dem Beschluss oder mit dem Katalog, Forderungskatalog, Änderungsantragskatalog, den wir in die Programmdebatte als Landesverband Thüringen eingebracht haben, eine gute Palette von Dingen vorliegen. Und ich denke, sobald jetzt die wirklichen Texte vorgelegt werden, die dem Parteitag zur Abstimmung unterbreitet werden, werden wir noch einmal diese Passagen verfolgen, noch einmal kontrollieren. Wir werden gucken, ob wir uns an einigen Stellen noch einmal präziser oder noch einmal etwas konkreter mit äußern können. Aber ich würde vorschlagen, wir bringen unsere Position als Thüringer und Thüringerinnen hier auch wieder mit ein, um hier auch deutlich zu machen, wir leben nicht hier hinter dem Bratwursthorizont, sondern mitten in Europa. Wir haben auch ein Selbstverständnis als Thüringer Linke, das über viele Jahre sich europäisch auch geprägt hat. Wir wissen genau, wo wir verortet sind. Wir stellen nicht die lokale und kommunale, regionale Ebene gegen die europäische Ebene, aber wir hinterfragen, ob ein Rückfall in die reinen nationalen Politikebenen tatsächlich hilfreich ist dafür, dass wir Solidarität für uns alle, für die Menschen, die innerhalb der Europäischen Union leben, dass wir die aufbauen können. Und ich sage nochmal zum Schluss, für mich ist das Wichtigste, dass wir dazu kommen, klar und deutlich zu sagen, es geht um Menschenrechte, soziale und Freiheitsrechte. Diese müssen überall gelten, die müssen für alle in der Europäischen Union lebenden Menschen gelten, egal in welchem Teil der Europäischen Union sie leben. Und ich sage bewusst Menschen und nicht Bürgerinnen und Bürger, weil wir eben auch sehr viele Menschen in diesen Ländern dabei haben, denen die Bürgerrechte verweigert werden und die genauso zu uns gehören wie beispielsweise Migrantinnen, Migranten, Flüchtlinge, Asylsuchende, Asylbewerber. Und mich erschreckt dann schon, und das ist meine letzte Ansage, die ich hier machen möchte, es erschreckt mich schon, wenn dann seriöse Umfragen sehr, sehr deutlich sagen, dass der Anteil der Menschen in der Bundesrepublik Deutschland, die große Vorbehalte gegenüber einer menschlichen Position, gegenüber Asylbewerbern, Flüchtlingen, Ausländern, in Anführungsstrichen sage ich jetzt mal, innerhalb der Bundesrepublik Deutschland äußern, unter den Linken zu finden ist, zwischen den Parteien, die im Bundestag vertreten ist. Da stehen wir weit vorne weg. Und auch diejenigen, die sagen, wir wollen als Bundesrepublik Deutschland nicht mit dazu beitragen, dass Steuergelder zum Beispiel auch in Griechenland eingesetzt werden, ist ebenfalls unter den Anhängern, Anhängerinnen der Linken am größten. Also hier haben wir, denke ich mal, jede Menge zu tun, um hier über wirkliche Ursachen aufzuklären, die wirklichen Fehlentwicklungen zu benennen und auch zu sagen, wie beispielsweise konkrete Maßnahmen zur Hilfe für die Menschen in Griechenland und auch für den Wiederaufbau und Wiederentwicklung einer gesunden
wirtschaftlichen Struktur in diesen Ländern zu leisten wäre. Dankeschön.